Liebe Leute! Was macht man, wenn man weder über ein Leben, noch über Freunde, noch über alternative Freizeitbeschäftigung, noch über Arbeit verfügt? Richtig, man setzt sich privat vor Hello Neighbor und probiert Sachen aus. Allerdings bei mir, zugegebenermaßen, ist alles aus den Erstgenannten vorhanden. Und ich habe mich trotzdem herangesetzt und ein paar Dinge versucht. Und ja, und deswegen trink jetzt einen Schluck von eurem Mitleid. Ah, das tut gut. Ich hatte euch ja die Möglichkeit gegeben, mir unter dem Hashtag NachbarSef sozusagen Challenges, Aufgaben, Dinge, die euch interessieren, anzubieten, Dinge, die ihr vielleicht sehen wollt. Im Speziellen bei Hello Neighbor, mittlerweile wurde das ein bisschen inflationär behandelt und zugegebenermaßen die Vorschläge werden immer gehaltvoller. Da kommen dann so Sachen wie, Sef, spiel mal mit Gronkh. Ich soll mit Gronkh spielen. Muss sich auch erstmal überlegen, von wem der da eigentlich spricht. Ach so, der eine da mit dem Bart. Der von mir die Idee geklaut hat, Spielevideos zu machen. Hallöchen, hier ist Sef. Der ist die Woche leider krankgeschrieben. Mensch, Hello Neighbor hat noch nicht mal einen verschissenen Multiplayer. Und nein, es gibt keinen Cheat, mit dem ich in die Alpha 1 zurück kann. Und selbst wenn ich dahin gern und die Tür wegmache, ist dann nichts außer der verschissene Keller, in dem nichts ist. Deswegen, liebe Freunde, beruhigen wir uns jetzt erst einmal. Zünden uns ein Räucherkerzchen an. So. Und aus diesem Grunde, liebe Leute, müssen wir wohl oder übel, zumindest bis zum 22. Dezember, wohl mit dem vorlieb nehmen, was wir hier vorfinden. Und ihr habt es gerade gesehen, dafür werden weder Kosten noch Mühen noch Selbsterniedrigung gescheut. Also begrüße ich euch zu einer weiteren Runde von Hello Neighbor, indem ich euch etwas zeigen will. Ich hatte es zum Anfang bereits erwähnt, der ein oder andere, der vielleicht noch dran geblieben ist unter Umständen, hat das vielleicht mitbekommen. Nehmt mich bitte nicht so ernst, es ist alles nur Spaß. Ich versuche das nur ein bisschen unterhaltsam zu gestalten, aber ich habe beim letzten Mal versucht, eine Möglichkeit zu finden, wie wir uns von dem Auto anfahren lassen. Und ich glaube, ich habe eine gefunden. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Das heißt, das wird jetzt hier First Try. Ich weiß nicht so recht, ob es klappt. Auf jeden Fall dürfen wir es auf jeden Fall nicht aus Versehen triggern. Müssen wir dazu ein paar unterschiedliche Cheats bemühen. Der gute Schleichter ums Haus, das kann er gerne machen. Und zwar habe ich zwei andere Cheats rausgefunden. Einmal nämlich den Slow-Motion-Cheat, mit dem wir das alles ganz langsam abspielen können. Und ich habe das auch bei anderen Leuten gesehen. Es gibt einen Befehl, der nennt sich Player-Only. Der freest alles, außer unseren eigenen Charakter. Wir können das mal ausprobieren. Players-Only. Zack. Oh, es funktioniert. Hi. Na? Wie machst du das? Ist ein bisschen rutschig auf deinem Boden, ne? Ja, ich sehe das schon. Würdest mich gerne kriegen, ne? Moment mal, was ist denn, wenn ich jetzt werfe hier in dem Stop-Modus? Ich weiß, es ist nicht sonderlich beeindruckend. Boah, damit kann man wahrscheinlich auch super viel Scheiße machen. Oh, du hast unglaublich viele Bilder von Getränkebehältnissen. Allgemein von Behältnissen. Holy shit, dude. Du hast auch mehrere von diesen hier, ne, habe ich gesehen. Darf ich mir da mal eins ausleihen? Dankeschön. Das ist aber sehr nett. Das hänge ich ja gleich bei mir auf. Okay, auf jeden Fall funktioniert dieser Cheat. Oh. Oh, ah, die Türen freezen auch. Ja, ich verstehe. Können wir das hier ran? So, ja. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen gemogelt. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt ein Dings hier aufgehangen. Gut, liebe Leute, was ich machen möchte ist, ich mach das mal kurz wieder zurück. Players only. So, er bewegt sich wieder und fragt sich, was gerade passiert ist. Ich kann es dir auch nicht so genau sagen, ein Kumpel. Okay, wir gehen jetzt mal kurz, ich weiß nicht, ab wann das triggert, in den Slow-Motion-Modus sozusagen. Das Auto müsste ganz langsam anfahren. Und dann machen wir das mit diesem Players-Only-Befehl. Da müsste das Auto stehen bleiben. Und dann gehe ich wieder in eine normale Geschwindigkeit, gehe davor und und unfreeze das Ganze sozusagen danach wieder und dann müsste es eigentlich mein Gehirn auf den Asphalt verteilen. Ich werde es ausprobieren. Okay, legen wir mal los. So, Slow-Mo. Ich glaube, ich muss jetzt hier, ich weiß gar nicht, wie das geht. Müssen wir das vielleicht so? Oh no, das ist schneller. Das wollen wir nicht unbedingt haben. Das können wir dann vielleicht nachher machen. Okay, wie geht denn das an den 0,1 vielleicht? Oh yeah.
Das sieht doch sehr vielversprechend aus. Gleich sind wir am Ziel. Ha! 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 Es geht los. Players only. Haben wir... Ja, wir haben es geschafft! Nice! Sehr gut. Okay, es steht. Dann kann ich ja jetzt wieder in den normalen Modus Slow-Mo 1, müsste das sein. So. Yes, Baby! Ich bin wieder gut zu Fuß. Ach so, hier ist eine unsichtbare Wand. Ja, stimmt. Ich vergaß. Gehen wir mit Ghost hier rein, eventuell? So? Moment mal. Moment mal, so an der Kreuzung. Komm, damit es sich richtig lohnt, oder? Damit richtig in sämtlichen Straßenwinkeln meine Gliedmaßen liegen. Okay, so. Walk. Zack. So, wir stehen in einem ganz guten Winkel. Moment, die Frontseite, die müsste doch eigentlich auch massiv sein, oder? Ja, okay. Die ist undurchdringlich. Oh, das... Moment mal. Werden wir richtig getroffen davon? Ja, eigentlich schon. Das sah gerade so aus, als würde es uns auf irgendeine Seite schieben. So, passt auf, Leute. Pass auf. Der Moment ist gekommen, auf den wir alle gewartet haben. Moment. Players only. Seid ihr bereit? Ja, natürlich seid ihr bereit. Okay, let's go. Oh! Wow, also... Wir sind offensichtlich Gott, liebe Freunde. Nichts außer einem blauen Fleck. Aber wir haben uns tatsächlich von dem Auto anfahren lassen. Ja, super, ne? Also, das hat sich ja gelohnt. Au. Ach nö, es war eigentlich ganz lustig. Okay, Freunde, wartet mal kurz. Ich will mal doch sehen, was der Nachbar macht, wenn wir hier im Slow Motion sind. So, komm. 0,1, so. Wow. Ich habe solche Angst. Nimm die Scheiße, danke. Oh, er hat seine Milch mitgebracht. In die Fresse. Scheiße! Das tut... Ist das geil! Wie der einfach nicht klarkommt! Es gibt tatsächlich... Ach, jetzt hat er keinen Bock mehr! Ach, das tut mir aber leid, Kumpel! Moment, wir machen dich mal wieder. Jetzt will ich das auch mal nochmal im Schnellmodus sehen. So, erstmal eins, erstmal normal. Ja, pass auf. Slow-Mo. Machen wir mal 5, oder? Machen wir mal 5. Hi! Hey! Ah! Whee! Oh, das ist wie Speedhack, Alter. Miau! Komm her, mein Freund, komm her! Wie schnell kann ich dich... Oh, so müsste ich mal einen Speedrun machen, oder? Whee! Oh, Alter, ich treffe die Tür gar nicht. Ich treffe die Tür nicht. Scheiße, Mann. Wo geht's denn hier rein? Oh, shit. Ich komm gar nicht klar. Kann ich hier rein? Ich treffe die scheiß Tür nicht. Ich treffe die nicht. Ah! What the fuck? Geil. Das macht wieder echt Spaß, so ein bisschen. Okay, liebe Leute, ich werde die Folge jetzt wohl oder übel ein bisschen kürzer halten müssen. Vielleicht auch mal ein kleiner Real Talk hier an dieser Stelle. Ich habe noch unglaublich viele Vorschläge von euch. Allerdings erschöpft sich das Spiel langsam, aber extrem sicher und offensichtlich in seinen eigenen Grenzen. Es gibt einfach nichts mehr wirklich Spannendes, Spaßiges, was man hier machen kann. Also nicht mehr wirklich viel. Zumindest habe ich noch nichts entdeckt. Wie gesagt, ich habe viele Vorschläge von euch, aber das ist halt, ja, irgendwie nicht wirklich... Ich sag mal, konsistent. Ihr wollt vielleicht viele Sachen sehen, ihr wollt vielleicht viele Sachen ausprobiert haben. Auch, dass ich, was weiß ich, in den Keller gehe und die Exit-Tür da wegmache, beispielsweise. Aber ich erwarte einfach nicht, dass da irgendwas passiert. Höchstens ist das Spiel crasht. Oh ja, oder die Tür ist halt weg, oder der Boden ist halt weg. Aber es ist halt nichts wirklich Spannendes, was sich so zu zeigen lohnt. Und ich möchte das eigentlich,
im Sinne von euch und im Sinne vom Spiel nicht so unglaublich lange künstlich in die Länge ziehen, dass das Spiel einfach so in Erinnerung bleibt wie, ja, da hat er jetzt noch 100 Folgen draus gemacht, wo einfach irgendwie nicht wirklich viel passiert ist und als eigentlich ziemlich unspannend. Also wär blöd, wenn das Spiel so in Erinnerung bleibt und meine Videos eben auch. Deswegen um euretwillen für euren Unterhaltungsfaktor, um meinetwillen für meinen Spaß und im Sinne, wie das Spiel in Erinnerung bleibt, möchte ich das eigentlich nicht unbedingt gerne. Was ja aber definitiv noch kommt, ist schon ziemlich bald. Und zwar mit ziemlicher Sicherheit rückt das relativ schnell heran. Die Alpha 3, die wieder massig neuen Content bietet. Ich denke mal, die Entwickler denken sich wieder ganz, ganz viel neues Zeug für uns aus. Da freue ich mich drauf. Die werde ich auf jeden Fall wieder durchreiten für euch. Ich werde euch alle möglichen Secrets zeigen. Ich hoffe, dass ich vor Weihnachten da ganz viel aufnehmen kann, sodass ihr dann auch über die Feiertage ein bisschen was zu gucken habt. Ja, müssen wir mal sehen, wie wir das hinkriegen. Müssen wir mal sehen, wann das dann überhaupt kommt, die Version. Hoffentlich schon pünktlich, so wie diese hier. Ansonsten, ja, Speedrun mache ich noch, würde ich eigentlich heute machen, aber ja, wir haben ja die ganze anderen Sachen hier probiert mit dem Slow-Mo und so, das hatte ich ja vorher noch nicht getestet und es war eigentlich ganz lustig und spaßig. Wir haben das mit dem Auto jetzt mal endlich hingekriegt und ja, liebe Leute, okay, ja, Theorie-Video mache ich vielleicht auch noch. Ja, und dann, weiß ich nicht, also falls ihr noch irgendwelche bahnbrechenden Ideen habt oder ihr sagt, ihr habt einen richtig coolen Cheat oder eine richtig coole Sache bei irgendwem anders gesehen und ihr hättet die und die Idee und ich könnte das mal umsetzen, wo ihr wirklich sagt, okay, das würde sich echt für eine Folge lohnen, dann schreibt es mir gerne unten rein. Vielen lieben Dank für den Support. Wie gesagt, ich mache bloß Spaß. Ich will nicht rummeckern oder so, rein gar nicht. Ich mache bloß meine Witzchen und so. Nehmt mich bitte nicht ernst. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im Speedrun von Hello Neighbor wieder kommenden Tage. Wahrscheinlich noch die Woche. Ich muss mal sehen, wie ich das schaffe. Und ja, liebe Freunde, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann und haut rein. Ciao.